Mein Name ist Nils Petersen und ich wollte einmal ganz oben mitspielen im Kokaingeschäft. Hab in Kolumbien gelebt, in Medellin. Partner und Freunde von mir wurden erschossen. Bin fast ums Leben gekommen. Ich habe die Fülle des Lebens gesucht, aber in nichts auf dieser Welt gefunden. Ja, irgendwann in der 8., 9. Klasse muss das gewesen sein. Ich fing an, das Gras auf der Schule zu verticken. Und mit 18 Jahren war ich ganz dick im Geschäft. War einer der größten in Flensburg und in der Region. Irgendwann ging es los, dass man richtig eingestiegen ist in das Kokaingeschäft. Das ist halt so, du willst immer mehr haben. Das ist halt das Problem mit der Gier nach dem Geld. Es gibt kein Ende. Waren es halt Zehntausender, dann kam man langsam an die Hunderttausender ran, aber dann wollte man an die Millionen ran. Ich wusste, wenn ich mein Geschäft richtig ausbauen möchte und groß werden möchte da drinnen, dann muss ich nach Kolumbien. Hab dort dann aber auch wirklich Männer kennengelernt, die tief verwurzelt waren in kartellähnlichen paramilitärischen Strukturen. Hatte den eigenen Club mitten in Medellin. Da waren haufenweise Models und Designer und Fußballer. Hatte eine wilde Zeit, kann man sich wahrscheinlich vorstellen. Jeden Tag Party, jeden Tag Alkohol, jeden Tag Drogen und Frauenexzesse. Ich habe viele Freunde und Partner dort verloren. Einige wurden erschossen, andere erstochen, gekidnappt. Auch ich bin nur ganz knapp einem Kidnapping entgangen. Da war man dann wirklich schon so weit, dass man gesagt hat, okay, ich lebe wie ein Gangster, dann sterbe ich auch wie ein Gangster. So, that's it. Durch verschiedene Umstände und Schwierigkeiten, die sich ergeben haben, habe ich mich entschlossen, einen Backpacker-Rucksack mit einem doppelten Boden eingebaut, der eingestrichen war mit 600 Gramm Base, einem Vorprodukt von Kokain, per Flug nach Hamburg zu schmuggeln. Ich bin am Zoll vorbei, an den Hunden vorbei, am Scanner vorbei und ich dachte nur, Strike, ich hab's geschafft. Als dann plötzlich eine Horde von Polizisten ins Gate reinkam, ich wurde verhaftet und gleich vor den Haftrichter gebracht, der mir 8 bis 12 Jahre gelesen hat. Nachdem ich beim Haftrichter war, wurde ich in Kolumbiens größtes und gefährlichstes Gefängnis gebracht, La Modelo in Bogota. Man kann sich nicht vorstellen, was für menschenunwürdige Verhältnisse da drin herrschen. Es war wirklich wie die Hölle auf Erden. Ein Gefühl von Hoffnungslosigkeit hat sich breit gemacht. Mir war in dem Moment klar, was für eine gescheiterte Existenz ich doch bin. Es war aber an einem Tag, da stand ich in der Fünferreihe und spürte innerlich einen Drang, förmlich eine Kraft, die mich in den Gottesdienst reingezogen hat. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich von Jesus Christus gehört habe, dass er seinen Thron im Himmel verlassen hat, auf die Welt gekommen ist, um dort am Kreuz die Strafe zu tragen, die eigentlich für mich gedacht war. Und für mich war in dem Moment klar, dass der Einzige, der mich retten kann, aus meiner hoffnungslosen Lebenssituation, aber auch aus meiner Situation vor Gott, Jesus Christus ist. Und ich habe das Ehrlichste getan, was man tun kann. Ich bin auf die Knie gegangen und habe zu Jesus geschrien. In meiner vielleicht dunkelsten Stunde meines Lebens wurde es hell. Ich habe in meinem Herzen eine Fülle gespürt, die ich vorher in allen möglichen Dingen gesucht habe im Leben und nie gefunden habe. Aus Hoffnungslosigkeit ist plötzlich Hoffnung geworden. Das hat alles verändert. Aus den 8 bis 12 Jahren Haft sind Gott sei Dank nur 2,5 Jahre geworden.
Zurück in Deutschland ging ein ganz neuer Lebensabschnitt los. Mein Leben hat sich wirklich um 180 Grad gedreht. Man kann wirklich sagen, vom Dope-Dealer zum Hope-Dealer. Denn heute bringe ich nicht kiloweise Koks an den Block, sondern ich bringe die Hoffnung von Jesus Christus dorthin, wo Gott mich aus der Dunkelheit gezogen hat. An den Block, in die sozialen Brennpunkte, ins Milieu zurück. Auch in die Gefängnisse gehe ich zurück, ob in Deutschland oder auch in Kolumbien, um auch dort diese Hoffnung weiterzugeben, die mein Leben verändert hat. Ich wollte in Fülle leben. Nichts davon konnte mich erfüllen. Als ich zu Jesus geschrien habe, hat er mir Erfüllung geschenkt. Ein volles Leben voller Liebe, voller Dankbarkeit, voller Hoffnung. Ja, er hat meinem Leben einen Sinn geschenkt, für den es sich zu leben lohnt.